Hallo, heute geht es um das Thema Spüllappen. Jeder hat einen ganz normalen Spüllappen, meistens in der Küche. Und das Problem dabei ist, da er immer feucht wird und wieder trocken wird, hat man das Problem teilweise mit Bakterien. Um dies zu vermeiden, dass diese Bakterien sich immer mehr und mehr vermehren, habe ich einen ganz, ganz schönen Tipp, beziehungsweise es ist in dem Fall eher ein Trick. Man gibt den Lappen auf einen ganz normalen Porzellanteller, gibt ihn dann für eine Minute auf höchster Stufe in die Mikrowelle und das werden wir jetzt erstmal machen. So, der Lappen war jetzt für eine Minute auf der stärksten Stufe in der Mikrowelle. Wenn ich ihn bewege, dann sieht man, wie er dampft. Er ist jetzt auch noch sehr, sehr heiß, darum auch der Teller darunter und ja. Jetzt dürften da auch soweit keine Bakterien mehr drinne sein oder sich bilden können, weil man sagt ja, ab 60 Grad werden die ganzen Bakterien abgetötet. Darum sollte man auch die Tücher selbst und Handtücher und alles bei 60 Grad in die Waschmaschine geben. Viel Spaß beim Ausprobieren und ja, ich mache es persönlich jeden Abend und am nächsten Morgen habe ich dann auch wieder die frischen Tücher.